Auf einmal war alles anders. Hier am Tor von St. Petri. Eine Kirche, die eigentlich immer die Türen offen hat und Leute reinlässt. Und nicht nur Leute reinlässt. Und auch ganz verrückte Sachen macht. Jeden begrüßt. Künstler sind willkommen. Touristen, Besucher, Kulturwütige, religiös Interessierte. Alle lieben diesen Ort. Und es ist für mich ein Riesenvergnügen, hier arbeiten zu dürfen und quasi als Programmdirektor, künstlerischer Leiter und Pastor des Ortes. Ja, und plötzlich war alles anders. Von heute auf morgen war einer der zentralen und öffentlichsten und beliebtesten Orte dieser Stadt wie verwaist. Die Türen waren geschlossen. Die letzten Touristen, die noch glaubten, man könnte doch vielleicht auf den Turm der Petrikirche fahren und einen Blick auf die Stadt erhaschen, wir mussten sie alle enttäuschen. Das Café geschlossen, der Kirchenraum, nichts war mehr möglich. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sie waren sehr in Sorge. Sie hatten auch Angst, dass sie keine Arbeit mehr hätten. Es ist zum Glück nicht ganz so einfach in einer Kirche, dass Kurzarbeit eingeführt wird und Menschen werden auch nicht so schnell entlassen. Aber es war schon eine Zeit ganz schön hart. Ganz allmählich ging wieder was los, aber das war auch alles ganz anders. Es sind im Augenblick am Hauptportal der Kirche tagsüber sehr, sehr lange Schlangen, weil es dürfen immer nur 15 Menschen auf den Turm, dort oben auf der Plattform, sich die Stadt anschauen. 15 Menschen auf einer Plattform, auf der in bestimmten Situationen auch 150 Leute sein könnten. Ja, sagt man uns, ihr verdient ja doch ganz gut Geld, wenn die Leute die Schlangen auf dem Petrikirchhof sehen. Und ich sage, nee, das ist nicht so. Denn wir müssen jede Schicht im Turm mit 3 Leuten belegen. Es muss aufgepasst werden, dass nicht Menschen zugleich in diesen kleinen Lift gehen, die nicht zusammengehören. Es muss immer einer durchgehen und mit einem Desinfektionsmittel alles wieder sauber machen. Und so dauert es alles seine Zeit. Wir sind allerdings ganz begeistert, dass unsere Besucher sehr geduldig sind und sich doch auch ohne ständige Kontrolle ganz gut an die Regeln halten. Veranstaltungen in St. Petri. Eine nächtliche Petri-Vision hat so zwischen 300 und 500 Besucher. Es gibt bestimmte Themenabende, da sind manchmal 1000 und mehr zu Gast. Abschlussfeiern der Universität oder der Technischen Hochschule. 1000 Gäste in einem Raum. Und man hat immer noch nicht das Gefühl, dass es fürchterlich eng ist, weil der Raum ja auch so nach oben strebt und so viel Freiheit atmet. Ja, aber atmen ist das Stichwort. Atmen ist offenbar in geschlossenen Räumen ein großes Problem. Wir müssen uns daran halten. Wir haben nicht mehr 1000 Leute in unseren Veranstaltungen. In den meisten Veranstaltungen, je nach Aufbau, dürfen wir 70 bis 80 Gäste reinlassen. Das ist irgendwie schön, es ist aber irgendwie auch ganz furchtbar und macht nicht richtig Spaß. Der Ort St. Petri lebt von der Begegnung, vom persönlichen Austausch. Dass man nach einer Petri-Vision noch zusammensteht mit einem Glas Wein, ja, und sich auch mal umarmen darf oder wenigstens die Hand geben. Nichts mehr davon darf passieren. Das Glas Wein kommt erst gar nicht vor, damit Menschen gar nicht erst in Versuchung kommen, sich allzu lange, allzu wohl in der St. Petri-Kirche zu fühlen. Dann gibt es Grund, sich Sorgen zu machen. Das hängt von ganz allgemeinen wirtschaftlichen Faktoren zusammen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass es Menschen gibt, die sagen, also wenn ich jetzt schon nur noch mein Kurzarbeitergeld kriege, dann trete ich aus der Kirche aus, weil das noch zu finanzieren kann ich mir nicht leisten. Und vielleicht noch eine kleine kritische Anmerkung. Ich bin nicht durch und durch davon überzeugt, dass es der Kirche oder den Kirchen insgesamt wirklich gelungen ist, Relevanz zu erzeugen. Mir wurde viel zu viel darüber debattiert, ob man nun zusammen singen darf und ob der Gottesdienst und ob das Abendmahl stattfinden kann.
Dabei gab es so viele Möglichkeiten, sich zu zeigen in einer Zeit, wo die Menschen sich Sorgen machen, wo sie Angst haben, wie es weitergeht. Da hätte man eine ganze Menge auf den Weg bringen können. Ich will nicht sagen, dass keiner was versucht hat. Ich habe ganz tolle Projekte kennengelernt und ich weiß auch von Kolleginnen und Kollegen und Teams, die haben gute Arbeit geleistet. Aber wenn ich geschaut habe, was in den Medien ist, ein katholischer Kardinal, der sagt, es sei doch ein Grundrecht auf Religionsfreiheit und insofern dürfe weder der Gottesdienst noch das Abendmahl verboten werden, dann habe ich mich gefragt, dass dieser Kardinal in Sachen Grundrechte, zum Beispiel was die Gleichberechtigung der Frau angeht, auch nie besonders verfassungsaffin war. Aber auch evangelischerseits blieb mir das alles ein bisschen sehr an der Oberfläche. Es wurden auch viele Chancen versäumt. Das ist etwas, was mir Sorgen macht, weil das kann für Häuser wie dieses hier, wie St. Petri, aber auch für viele kirchliche Begegnungsorte große, schwere Folgen haben. Selbst wenn es irgendwann vorbei ist und wieder ganz viele Menschen kommen dürfen, wenn die Mittel nicht mehr da sind, um Personal zu bezahlen, dann wird es schwierig mit den großen Projekten und mit den Räumen, in denen die Begegnung ja eigentlich so schön sein könnte. Ja, und was die Pandemie betrifft, ich weiß es nicht. Ich habe mir schon viel Sorgen gemacht. Ich habe versucht, dass die Angst mich nicht so überfällt, dass ich nicht mehr handlungsfähig bin. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Arbeit an einem Ort wie diesem jemals wieder so sein wird wie bisher. Aber noch macht es Spaß und ich hoffe, es wird der Tag wieder kommen, wo wir uns mit großer Freude und Begeisterung in St. Petri zu Lübeck treffen.